so, ja, diese Zuneigung zu Prabhupads Büchern, und dann werden wir auch inspiriert, die zu verteilen. Und dahin soll es doch gehen. Wir sind eine Predigerbewegung. Wir sollen den Nektar nicht nur für uns behalten. Wir wollen das weitergeben. Und ich weiß, wir sitzen irgendwo im Nirgendwo und da denkst du, ja, okay, jetzt gehe ich Bücher. Dann liest du, ja, Bhakta XY, ja, nach dem Töpfelschrubben liest Bhagavatam, jetzt gehe ich Bücher verteilen, das ist so Nektar, ich muss das verteilen. Ja, und dann, ja, was soll ich denn jetzt verteilen? Draußen im Schneesturm, auf der Kuhweide, was, im Lockdown, was soll er denn tun, der Arme? Was soll er denn tun? Ich muss das verteilen.